Ein paar Stunden später, ich nochmal. Es sind ja, sagen wir das mal, Computer Brainstorming 1 und das jetzt kommt Computer Brainstorming 2. Das ist ein Thema, was ich schon lange durch den Kopf gehen lasse. Nur nebenbei, was man im Hintergrund hört, das Schnarchen, das ist mein Hund. Ich sitze in einem kleinen Reisemobil und der sitzt dann so auf der anderen Seite von einem kleinen Tisch und der schnarcht. Er ist ganz glücklich, wenn er mich reden hört. Dann weiß er, ich bin da. Also Computer ist nun mal so, dass die existieren, jeder benutzt die. Computer rulen praktisch die moderne Welt. Sie steuern unsere Produktionseinheiten, sie steuern Kommunikation, Tele, Video, also in allen Bereichen die Kommunikation wird gesteuert, wird auch abgehört, überprüft, auf Codeworte, wie früher waren es Relais, die das dann angegangen sind. Heute sind es Computer, irgendwann waren es 70er, 80er Jahre, wurde das umgestellt auf Computer, die ganzen Telefonzentren oder Knotenpunkte. Wenn man früher gesagt hat, Kokain oder Nazis, dann ist automatisch eingegangen. Heute geht es bei viel differenzierteren Worten, dann geht es ein. Ne? Man kann ja auch ganz speziell durchs ganze Netz gehen so Roboter, sagen wir mal, sind Roboter oder sind Maschinen, Suchmaschinen. Im Prinzip ist es ein Programm, was dann ja genau, du hast recht, du schnarchst. das ist ja allgemein bekannt, dass Programme dann suchen, man weiß bei der Musik zum Beispiel, da bin ich auch schon ziemlich betroffen auf meinem einen Kanal Jumping Elephant, hatte ich ja über so ein spezielles kleines Streaming-Programm, habe ich dann auch mal ein bisschen so Freestyling gemacht und dann aus meinen Listen irgendwie ein paar Leute vorgestellt und da ist auch da Musik abgespielt worden und eine Serie von irgendeinem Join, von diesem neuen Fernsehsender, eine Serie ablaufen lassen, die ich noch nicht kannte, also eine ganz neue, mal laufen lassen. Waren auch ein paar Leute drin, haben zugeguckt, ich habe die auch angehört und da sind anscheinend ein paar Suchmaschinen aufmerksam geworden und haben dann das Ding als Urheberrechtsverletzung angegeben und dann hat, weil das Jumping Elephant ist so ein Konstrukt, von einem Google-Account, den habe ich gelöscht, aber das ist praktisch sein Branding-Account und der das versucht jetzt Google verzweifelt über meinen Haupt-Google-Account den zu suchen, hat dann aber automatisch hat YouTube diesem Jumping Elephant ein Streaming-Verbot eingegeben, generell. Also wenn ich da drüber gehen will, mit diesem kleinen Streaming-Programm funktioniert nicht mehr. Jetzt habe ich mir einen anderen Account genommen und habe den jetzt auch über dieses StreamYard gepackt, aber über dieses StreamYard dann auch über so ein Programm gemacht, was in alle sozialen Netzwerke reingeht. Also da weiter streamt. Und da bin ich am Testen. Also Facebook, da kannst du alle möglichen Programme eingeben. Tumblr habe ich eingegeben und YouTube. Ne, das ist so ein Restream, heißt das Programm. Das kann also in 20, 30 Programme Social Networks reinstreamen. Was sehr interessant ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das zeitlich versetzt ist oder ob das dann alles parallel läuft. Muss ich mal antesten. Ist natürlich eine Reichweitenverlängerung. Nur nebenbei. Jetzt aber zu den Computern. Also jetzt habe ich nachgedacht, ja, du schläfst und schnarchst schön. Nachgedacht, dass hat er eine Seele, einen Computer? Also da gibt es ja so theosophische und theologische und sagen wir mal auch elektronische Gedankengänge darüber. Ne? Haben Computer Seele, haben sie Träume, Roboter, egal. Aber das, was ein PC nicht kann, was ich ihm also nicht absprechen kann, aber hat er auch dieses erotische, metaphysische, dieses seelische. Das glaube ich, das ist ein Manko, was der PC nicht über Denkweise erlangen kann. Also visionär, meditatives,
sich versenken. Das ist das, was der Mensch dem Computer eigentlich über hat. Nur ich kann mich erinnern, dass er so, früher war das versteckte Geheimwissenschaften, war die Esoterik. Dann wurde es durch diese Hippies so ein bisschen en vogue. Die Esoterik kam raus aus den Reformhäusern und aus den Geheimbünden und wurde dann im Prinzip so Age of Aquarius, ne? Also dieses Zeitalter das Wassermann-Zeitalter, wo wir also auch stellar uns da reinbewegen, also in die intergalaktische Geschichte, dass die Sternzeichen uns jetzt im Aquarius, also im Wassermann-Zeitalter drin sind. Hat auch was mit Asien zu tun. Da gibt es auch verschiedene, dass wir jetzt, glaube ich, aus dem Eisernen rauskommen oder irgend sowas. Das ist Indien. Aber das und nebenbei. Aber der PC kann er dem Menschen nicht das Wasser reichen. Das heißt, vielleicht kann er sich auch einen Gott vorstellen, einen Erschaffer. Jetzt ist der Erschaffer aber der Mensch. Was ist dann für den PC Gott? Man müsste mal wirklich nachfragen, dass er recherchiert, was Gott ist und ob er selbst einen Computergott sich vorstellt. Das wäre sehr interessant, mal zu gucken, ob die Intelligenz des PCs im Verbund, im globalen Verbund, da irgendwo was Kontemplarisches. Computer haben Computer essen, Seele. Computer essen Seele auf. Nee, aber das ist was anderes. Das ist jetzt nur eigentlich ein kleiner Zusatz zu dem vorher, weil ich mir überlegt habe, was hat denn der Mensch Besonderes? Ist ja nicht nur dieses rein animalische. Er ist ja auch so metaphysisch, romantisch, kann Computer Liebe empfinden, nicht als Zuneigung, sondern er hat auch keine Fortpflanzung. Hat die eine Generation zu einer Generation der Computer, haben die dann Vater- und Muttergefühle? Oder haben die Kindergefühle? Oder kann man Computern das nicht entsprechen? Muss man das einprogrammieren? Oder wenn der Computer sich selbst evaluiert, sich selbst evolutioniert, kann man sagen, dass der Computer dann auch ein Selbstbewusstsein hat? Das ist die Frage. Das ist die Idee. Ob sich das aus sich selbst entwickelt, ob man das programmieren kann. Ich sehe das über den, zum Beispiel über den RND-Befehl. Dieser Zufallsgenerator. Man kann es bei uns in der Wissenschaft eigentlich, kann man das gar nicht definieren. Also Zufall ist Zufall, die kann man nicht berechnen. Aber der Zufall wird im Computer ja über die Uhr des PCs berechnet. Also das ist dann keine Konstante, sondern eine Inkonstante, obwohl die ja auch konstant ist. Und an dieser inkonstanten Konstanten wird im Prinzip der Zufall berechnet. So in etwa bei der Recherche. Weil der Zufall ist ja nun mal zufällig, den kann man nicht berechnen, den kann man auch nicht beeinflussen. Bei Zaubertricks, okay, gibt es keinen Zufall, das ist alles Berechnung, aber der Zufall heißt ja, dass er zufällig ist. Und dass er nicht berechenbar ist und nicht vorhersehbar ist. Okay, dann gibt es wieder Hellseher, es gibt wieder Psychologen, die können aus gewissen Sachen, können sie da vorhersehen, was passiert, aber das sind logische Ketten. Der Zufall ist ja keine logische Kette. Kann der Computer unlogisch denken? Wenn er keine Konstante hat, wenn er eine Inkonstante hat, ist diese Zeit ist ja auch nicht also ist ja konstant, nicht, also die ist ja fest, nicht festgelegt, obwohl wenn er in einem anderen Land ist, ist eine andere Uhrzeit, aber Uhrabläufe, die Stunden, die Minuten, Sekunden, wo er seinen Zufallsgenerator dran aufbaut, gibt's da eigentlich Zufall? Ist ja auch eine Konstante. Die Konstante ist er selbst, also wenn man sagen kann, er selbst, also kann ein Computer er sagen, ich bin der Computer oder ich bin Alice oder ich bin. Hast du was nicht gesehen? Gibt es da Vater-Mutter-Gefühle, was ich vorhin schon gesagt habe? Das Leben ist nun mal das Leben, aber ein Computer hat da ein Leben.
Oder ist einfach nur eine Produktionseinheit oder eine Denkeinarbeit oder eine Recheneinheit. Da ist natürlich der Gedankengang, den ich in dem Brainstorm vorher gemacht habe, ist da so ein bisschen implementiert. Das heißt, jetzt habe ich den Faden verloren, aber der Computer ist ja der Faden. Kann der Computer sich selbstbewusst sein? Es hat ja lange gedauert, ehe du in PCs einen Spiegel hattest. Ein PC ist ja kein Spiegel. Aber es gibt Computerprogramme, da kannst du dann die Figur, die da sich drin spiegelt, spiegeln. Also, das war nie möglich. Computer kann nicht spiegeln. Kann nur eine Aufnahme, kann er widerspiegeln von dir, aber er kann. Ja, das war auch so eine Überlegung. Ich kann mich erinnern, damals in 2000, 2010, da gab es nirgendwo Spiegel. Das konnte er sich nicht herstellen. Du konntest einen Fernseher und ein Bild, eine Kamera, aber einen Spiegel selbst gab es nicht. Ich weiß nicht, mal eine Frage an die Leute: Gibt es im PC-Spielen, gibt es da Spiegel, die die Figur dann wiedersehen, wo sich die Figur so hin und her bewegen kann und sich selbst im Spiegel? Das nur abgesehen davon, aber jeder, der sich mit dem PC beschäftigt, weiß, dass der intelligenter geworden ist. Seine Aufnahmeoptiken und seine Reaktion ist größer geworden. Die Wissensimplementation ist auch größer geworden. Über Google kann man sich streiten. Aber es ist schon viele, viele, viele ein Gesprächspartner. Das heißt, er fragte: Alexa, sag mir mal, wie spät es ist. Und Alexa sagt dir das. Sieht man Werbeabläufe? Ich kenne selbst das Programm, aber ich finde es einfach nur zu dumm. Weil es dann. Einige Programme gehen einfach ins Internet, rufen die Uhr ab. Oder du sagst irgendwas anderes und rufen sie irgendwas ab. Die haben also kein. Die muss was beibringen. Also ich dachte, diese Intelligenz, die ich in KI, die ich da habe, er muss dir erstmal deine Sprache eben beibringen und dann. Nee, das ist immer zu langweilig. Das muss lernen. Wenn ich da bin und mit dem rede, muss es von dem, was ich sage, lernen und nicht, dass ich ihm das beibringe, meine Sprache. Es macht auch viele Fehler. Also ich habe auf meinem Windows 10 64 Pro bin ich immer noch nicht zufrieden mit dem Computer. Also, ich sage, was ist das? Und dann guckt es im Internet nach und gibt mir Seiten an. Die muss ich anklicken, dann kann ich sehen, ne, was sie darunter verstanden hat. Häufig, ich kann sie nicht verstehen oder ich verstehe dich nicht. Hast du auch schon gesagt. Aber das sind ja auch nur gesammelte Informationen. Das ist ja keine wirkliche KI. Muss eine KI ein Ich haben? Oder muss sie dem erst ein Ich beibringen, was ein Spiegelbild von dir ist? So, jetzt sind das schon wieder 13 Minuten rum. Was mir aber eigentlich da am Herzen gelegen hat, ist dass das Esoterische, dass das Seelische, auch das Supramentale im Menschen, das liegt ja nicht dem PC nahe. Aber wenn es eine Intelligenz oder wenn es von irgendeinem User die Intelligenz übernimmt, und es kann auch eine negative Intelligenz sein, das heißt ja nicht, dass die Leute, die programmieren, dass das gute Menschen sind, können auch schlechte Menschen sein. Oder einfach Menschen, die für die Machthaber Programme aufbauen und diese Programme sich verselbstständigen oder sich selbst lernende Programme aufbauen, die in so einem industriellen Duktus aufgebaut sind oder in dem politischen Duktus, also scheiß Name, ein scheiß Wort, aber im Sinne der Auftraggeber oder der Universitäten, der Leute, die das Wissen verwalten oder die Macht verwalten oder das Militär verwalten, Polizei, ne, Überwachungsbehörden, oder emotionale Strukturen von irgendwelchen Politikern, die Aufgaben geben, die sie dann so sehen wollen und so absegnen und so finanzieren, wie sie der Meinung sind, dass es nach ihrem Kleingeist oder Großgeist richtig ist. Und jetzt gehen wir zurück zu der Urfrage, ist der PC mittlerweile schon so, dass er ein Eigenbewusstsein hat? Was einmal einprogrammiert sein kann oder was sich als selbst entwickelt hat? Und die Überlegung war: Hat der PC eine Selbstentwicklung, ein Selbstbewusstsein entwickelt, was nicht programmiert ist? Kann er eine Selbstständigkeit, ein Self-Learning? Geht das? Geht das also auch
was bei uns Synapsen sind, was bei uns gelernt ist, weil er greift ja immer nur auf Internetwissen zu. Wie viel Speicher hat unser Gehirn? Wie viel Speicher hat ein Computer? Was ist die Verkettung der globalen Netzwerke, der globalen Rechenzentren, wenn sich daraus ein Selbstbewusstsein entwickelt? Was die logische Konsequenz wäre, sich vom User abzukoppeln und was Eigenes zu entwickeln. Das war die Grundlage der philosophischen Gespräche aus Amerika, dass das die nächste Generation ist, also die nächste Evolutionsstufe ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Wir basieren ja auch immer auf dem Wissen der Urahnen, der Ahnen, der Generation vor uns. Was sie geschaffen haben, was sie gedacht haben. Die Sprache entwickelt sich ja auch immer wieder neuer. Wir kriegen neue Anglizismen rein, wir kriegen neue Sprachgebilde über die PC, AFK zum Beispiel. Ne? Ich dachte am Anfang, AFK wäre away from, nee, was habe ich gedacht? Auf Klo. Bis mir einer gesagt hat, das ist away from keyboard. Oder LOL, lots of love. Ich dachte, LOL, was, Lolli, was soll das denn sein? Also es entwickelt sich eine eigene Sprache, wie beim CB-Funk früher. Und diese Kürzel sind ja interessant. Es gibt auch eine Leech, glaube ich, heißt es. Es gibt eine Computersprache. Die hat sich entwickelt aus der Computersprache, wo die 3 das E umgedreht, die 3 wird als E benutzt. Muss man sie mal, also Leech, glaube ich, heißt sie. Ich habe die nicht wieder gefunden, aber ich habe mich da mal beschäftigt. Und es gibt ja auch so eine Forschung aus dem Computerbereich. Da schreibt man immer nur, man muss immer nur den Vorder- und Rückbuchstaben gleich haben. Innen drin kann man alles verwürfeln. Und wenn du dann einen Satz geschrieben hast, wo das bei jedem Wort ist, dann liest du aber den richtigen Satz. Also der nicht verändert ist. Also 5 Buchstaben, außen und innen hast du verwechselt. Die 3 innen drin kannst du, also sind die gleichen. Und das ist eine Computerforschung gewesen, auch schon vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren. Die haben das rausgekriegt, dass man also das dann klar liest. Eine Art Verschlüsselung, die aber keine Verschlüsselung ist. Aber sie ist organisch, ist sie verändert. Ist schon ein bisschen schizophren, wie unser Gehirn funktioniert. Aber zurück zum Anfang. Der Mensch hat ja eine Seele, hat das was Metaphysisches. Er glaubt an Gott, was aber nur Glauben ist, kein Wissen. Wollen wir uns da davon wegbewegen? Aber er hat irgendwie auch Strukturen in sich drin. Er hat, wie gesagt, was Seelisches. Er hat eine Psyche. Er hat Kontemplation. Er hat Drogenerlebnisse. In diesem ganzen Gemenge, glaube ich, du kannst im PC keine Droge eingeben. Vielleicht kannst du eine mathematische Formel eingeben als Droge. Und dann kickt er aus und produziert immer was anderes. Oder, keine Ahnung. Aber die nächste Evolutionsstufe ist ja immer von der niederen Evolutionsstufe, also die niedere versteht nur Teile davon. Also wenn man aus der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität, dann in die Vierdimensionalität, die fragwürdig ist, ob die Zeit eine Dimension ist, und dann vielleicht in die fünfte Dimension oder sechste Dimension, was ja je nach Gedankenmodellen möglich ist. Ich weiß es, dass früher, also die Menschen haben nicht, die konnten keine Zentralperspektive sehen. Also die haben nicht gesehen, dass da hinten die Bäume zusammengehen. Erst als die Maler das dargestellt haben, haben sie gesehen, dass es aussieht, als wenn die Allee hinten zusammengeht. Oder der Winkel von einem Haus, da haben sie erst gesehen, konnten erst Perspektiven sehen, als das Maler dargestellt haben, sie begriffen haben, was das ist. Also das ganz nebenbei, dass der Künstler wahrscheinlich auch sehr wichtig ist für die Wissenschaft und auch für das Zusammenleben, weil er andere Sichtweisen hat und vielleicht neue Sichtweisen, Ornamentik und Co. jetzt abgesehen darf, oder aber kann der PC ein Selbstbewusstsein entwickeln und ist dann der Mensch in Gefahr? Das ist aber nur so eine Grundgedanke. Und das diesmal zu dem, die zweiten 20 Minuten in Brainstorming 2. Schön, ich muss jetzt an den Schalter gehen und ausstellen und man hört und sieht sich in diesem Kino. Schalter finden. Ich finde den immer nicht, der an der Seite ist. So, ich muss mal gucken, auf welchem Kanal ich das streame. Wahrscheinlich auf Jumping Elephant. Bis die Tage. Vielleicht sieht man sich wieder, vielleicht auch erst im Himmel.